herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Und da klingelt schon das Telefon. Folge Varuna, hallo? Also, ich rufe jetzt mal im Namen von dem Wasserdings an. Arbeitest du da, Müller? Ja, ich bin doch dafür zuständig. Du bist zuständig von der Gemeinde, aber dass es läuft, aber nicht... Also, du bist ja nicht Mitarbeiter dort, oder? Ja, aber ich habe es mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dass da alles läuft. Und zwar... Es läuft aber nicht. Nee, aber Und weißt zwar, du, warum es nicht läuft? Ja, weil ihr Kohlepreis zu hoch ist. Nein, ist er nicht. Ist. Ihr checkt das einfach alle nicht. Ja, dann sag, warum wir es nicht checken. Ich verlange für 4000 Liter 1700 Euro. Ja, wir haben das Ganze durchgerechnet, macht 800 pro 1000 Liter. Das wäre jetzt neuer Preis. Tatsächlich, 800. Was, 800? 800 pro 1000 Liter Wasser. Nee, dann rechne doch falsch. Nee. Doch. Nee. Woher hatten wir tatsächlich das falsch gerechnet? Dann hallo, aber noch mal ich verlange für 4000 Liter Wasser, ja. Hackschnitzel, 1700... Kohle. Kohle. 1700 Euro, das macht einen 1000 Liter Preis. Von, lass mich kurz überschlagen, 850, 850 geteilt durch 2 sind 425 Euro pro 1000 Liter Wasser. Aber ihr kriegt ja aus 1000 Liter Kohle, kriegt ihr ja nicht nur 1000 Liter Wasser raus, sondern mehr. Ja, aus 1000 Liter kommen 2500 raus. Ja, also, dann könnt ihr sogar das Wasser für 200 anbieten. Ihr habt es einfach nicht auf dem Schirm. Den Wasserpreis hat tatsächlich der Trissler ausgerechnet. Nein, ihr habt aber auch ihr rechnet 1700 Liter auf 1000 Liter Kohle. Und das ist falsch. Es ist ein 4000 Liter Preis. Na gut. Dann ja, gebt das mal weiter. Und dann sollen sie sich melden, aber bitte mit dem roten Teppich und auf Knien. Mal sehen. Ja, tschüss. Alter, da kriege ich Aggression, kriege ich da. Und das war jetzt nur mal kurz gerechnet, ja? Also die ganzen Preise, die sind ziemlich komplex, aber man sollte sich wenigstens halbwegs damit auseinandersetzen, um es dann korrekt rüberzukriegen. Wisst ihr, der Preis ist, den ich veranschlage, für 4000 Liter. 1700, machen wir das Rechenbeispiel nochmal. Das heißt, für 1000 Liter Kohle zahlen die 1700 geteilt durch 4. Macht, laut Adam Riese, 425 Euro pro 1000 Liter Kohle. Und aus diesen 1000 Liter Kohle machen die 2000 Liter Wasser. Das heißt, 2000 Liter Wasser kosten die Gemeinde lediglich 425 Euro. So, macht einen Wasserpreis für 1000 Liter von 212,50 Euro. Klar. Ohne Steuer. Aber dann müsste man sich einfach mal hier da muss ich doch gerade mal telefonieren. Björn Blaubeer, hallo Marlon. Hallo, Herr Blaubeer.
Sie, ich habe da gerade so ein Problem mit der Gemeinde, beziehungsweise mit dem Wasserwerk. Ja, was gibt es da? Und zwar haben die mir gerade probiert, 32.000 Liter Wasser für 48.000 Euro zu verkaufen, weil sie einfach, keine Ahnung, nicht rechnen können oder so. Mhm. Jetzt habe ich gerade mal durchgerechnet, mein Wasser, mein Kohlepreis da inkludiert und mal gegengerechnet, wie viel Wasser, also wie viel Aufwand die eigentlich für 1000 Liter Wasser haben. Mhm. Da bin ich jetzt auf einen Wasserpreis gekommen von 212,50 Euro für 1000 Liter. Mhm. Jetzt habe ich mir gerade mal gedacht, es wäre ganz gut für alle Gemeindemitglieder, wenn der Wasserpreis relativ niedrig wäre, oder? Das stimmt. Und bei 212,50 Euro könnten wir ja, würden die ja auch noch mit 250 Euro pro 1000 Liter Gewinn machen. Mhm. Also, wenn Sie da mit von der Partie wären, dann würde ich da mal eine kleine Demo ins Leben rufen. Dass wir da einfach für uns Bauern einen günstigen Wasserpreis hinkriegen. Mhm. Wäre das in Ihrem Interesse? Ein niedriger Wasserpreis ist in unserem Interesse, weil wir Wasser eigentlich für die Kühe brauchen. Ja, eben. Dann würde ich mich nochmal melden, wenn ich da einen Termin hätte, und dann gehen wir ein bisschen auf Demo, weil das fand ich gerade richtig unverschämt von denen. Mhm. Gut, ich melde mich dann nochmal. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. Die Gemeinde, die wird sich noch umgucken. Kann man Jürgen anrufen. Hallo? Jo, Jürgen, ich bin's. Moin. Du, ich gehe auf Kriegspfad. Gehst du mit? Warum? Die Gemeinde, die Wasserträger, die wollten mich gerade richtig übers Ohr, hinters Licht führen, ey. Ey, warum das? Die wollten gerade für 32.000 Liter Wasser 48.000 Euro. Ja, die können nicht rechnen. Für Wasser? Ja. Für 32.000 Liter Wasser wollten die 48.000 Euro. Wenn's nochmal ist, dann sagst du Bescheid. Nee, ich habe jetzt einen anderen Plan. Ich habe gerade schon mit den Blaubeeren gesprochen. Feuerwehrpumpe holen und aus dem Kanal ausziehen. Nee, ich habe gerade mal... ich habe gerade mal durchgerechnet. Mhm. Die haben einen Aufwand für Wasser für 1000 Liter. Ich bin übrigens bei dir, bist du da? Ah ja, da hinten rennst du rum. Ich leg mal auf. Die kommen hinter dir. Oh. Achso, wartet ein. Ich fahr mal gerade rüber. Jo. Achtung. Die Polente sucht da. Darfst du gern. Kein Problem mit denen. So. Ah, den Service, ne? Mhm. Ich red gleich weiter, ne? Wir haben ja ein bisschen Zeit, bis die... Ja. Bis Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ja, weiß ich. Ja. Wir hätten da noch das Auto des Herr Müller, wenn Sie sich noch dran den erinnern können. Ja. Das steht ja immer noch bei uns oben auf dem Hof, das ist aber ja nicht mehr fahrbereit. Ja. Können Sie eigentlich mal einen Motor ausmachen, wenn Sie hier rumstehen? Danke. So, das Ihrer abgeholt Plastikschüssel. Werden, ganz schlecht Luft hier. Ja. Und das Auto vielleicht dann mal abholen, wir müssen dann nur schauen, welche Versicherung den Schaden zahlt, weil der Herr Müller ist ja ausgewandert. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kommt der Herr Händler Müller auch gerade vorbei. Ich weiß nicht, wir haben gesagt, wir Herr Trissler! Hm? Und da vorne sehe ich schon irgendwas anfahren. Kreuz, glaube ich. Oh nee! Ist ein Plastiktreffen oder was? Oh nee, Tür zu! Volker, verbunker dich! Plastik rückt aus. Schöne Traktoren, oder? Da gibt noch einer mit Plastik. Wir müssen mal mit dem Herrn Neusix jetzt reden, wie wir das mit dem Auto machen.
Ich wollte gerade den Hammer nehmen, aber geht leider nicht. Ich weiß aber nicht, wo der hin ist. Hey, Ray6, ich mach mal die Halle auf, okay? Nein, zumachen schnell. Hey, Ray6. Schade. Wir bräuchten dich jetzt hier mal kurz. Hallo? Wegen dem Auto, wie wir da jetzt verbleiben. Ah, wenn ich hier nicht raus darf. Soll ich jetzt mal. Ich sehe, sie haben einen schönen Deutz gewittert. Nee. Jetzt mal hier. So. Ja, was gut, könnt ihr mal mit euren Dingern hier runterfahren? Das Auto gehört ziemlich zügig. Das Auto gehört den Herrn Müller. Ja. Und der andere Müller hat gerade kaputt gefahren. Aber der gehört nicht zu mir. Ja. Und ja. Das muss ja abgeschleppt werden. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt reparabel ist, weil das war ja ein Komplettschaden. Es ist ein Totalschaden, habe ich schon mal gesagt. Können Sie der Schrottpresse zuführen? Ihr Helden! Ja, können Sie das dann verschrotten und den Verschrottungspreis noch nennen? Ja, kann ich machen, ja. Wenn das für Sie in Ordnung ist, Herr Müller. Ja, komm ich dann irgendwann holen. Okay. Bezahlt die Versicherung von dem Typ, Alter. Okay, tschö. Dann schönen Tag. Tschüss. Ja, und jetzt hier, schnell runter mit den grünen Dingern. Ja. Haben Sie jetzt Ihren Wasserpreis korrigiert? Ist ja. Als gelbe Felgen oder auf 600. Wie viel? Auf aber ich muss ja sagen, Klaas sieht auch schön aus. Wie 1600. Achso. Was machst du denn da? Wartung. Nochmal, wie viel kriegen sie? 600 Euro pro 1000 Liter. Moment, ich muss mal gerade meinen Taschenrechner zücken. Ja, sie müssen aber auch berechnen, irgendwie muss ja der Deutz und alles bezahlt werden, um die Kohle und so zu holen. Das müssen wir berücksichtigen. Wer tut denn da gerade Reifen wechseln? Der Herr Resex macht eine Wartung. Ah, hab mich schon gewundert. Also 19.200 wollen sie. Alter, die parken hier, wie auf... Ja. Ah, Alter, ist super, ist zu teuer. Achso, und Herr Varuna, wir haben mal die Polizeiautos entsorgt, wir haben jetzt die Wiederautos, weil die waren irgendwie technisch nicht mehr in Ordnung. Ja, das habe ich schon gehört. Ah, den Lenker mal schön umreißen hier. So, wer sitzt hier in den Plastikdingen drin? Hi. Gut, Jürgen, hast du mal noch... 500 Euro Strafe, den Teer. Hast du noch 10 Minuten? Ja, habe ich. Gappa. Runter jetzt hier, beide. Alle mal, runter. Schönen Tag noch. Ja. Tschüss jetzt hier. Alle mal. Alle mal. Ja, lass ihn gerne hier stehen, den füge ich der Schrottpresse zu. Ganz gewiss nicht. Das ja, ist Abfahrt Böse. Jetzt! Tschüss, RSX! Hinter euch ein Tor zu machen! Tschüssi! Hab mal einmal hier. Himmel, Herrgott, ey! Warte kurz, ich fahr mal, häng mal gerade hinten an. Jetzt weg. Ja, immer noch scheint so. Ja, der checkt's nicht. Hat nur Onkel. Naja, der ist zu doof. Wer ist denn das? War das Julian. Polende, der Richter. Der Richter. Also, du. Die wollen jetzt 600 Euro für 1000 Liter Wasser. Das ist immer noch viel zu teuer. Weil ihr Kostenfaktor liegt bei 212,50 Euro. Wow. So. Ich habe jetzt mit den Blaubeeren schon gesprochen, dass wir eine kleine Demo veranstalten. Oh, da bin ich dabei. Gut. Dann würde ich sagen, und zwar, ist halt die Frage. Kannst du die mal anrufen und fragen, wann die oben am Wasserwerk sind? Dass wir wissen, wann wir da alle hinkommen? Jo, kann ich machen. Ich rufe jetzt noch das LU an und dann, stellen wir da schnell was auf die Beine. Mach mal, okay. Und bis dann, tschüss. Tschüss. Hallo, ist der Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ja. Was ist bei Ihnen los? Sind Sie wieder da? Ja, so 90%. Okay. Sie, ich habe eine Frage. Und zwar gibt es gerade ja krasse Diskrepanzen bezüglich Wasserpreis. Ja, da habe ich mitbekommen. Ja, die Wasserkosten, also nur für Sie zur Information, belaufen sich
auf 212,50 Euro. Und die wollen ja 600 Euro pro 1000 Liter Wasser. Ja. Das ist ja schon ein bisschen unverschämt, das 300% dafür zu verlangen. Ich habe jetzt mit schon anderen Leuten gesprochen, die sich an einer Demo beteiligen würden. Wäre das auch in ihrem Interesse? Natürlich finde ich die Preise nicht gut, aber im Endeffekt liegt es ja, glaube ich, an dir. Wegen der Holzkohle. Leute. Ich weiß ja nicht, was die Preise sind, so rede ich. Aber ich verlange 1700 Euro für 4000 Liter Kohle. Und es ist allemal gerechtfertigt. Und die haben für 1000, aus 1000 Liter Holzkohle, kriegen die 2000 Liter Wasser raus. Und das heißt, 1000 Liter Wasser kostet die 212,50 Euro. Und dann verlangen sie es 300-fache. Also, du kannst es ja gerne zahlen, aber ich gehe da auf die Barrikaden. Nee, das will ich auch nicht bezahlen. Also, die können locker einen Preis von, also 300 Euro, da würde ich noch für 1000 Liter, da würde ich mit mir reden lassen. 500 ist schon viel zu viel. Dann machen sie 100, dann machen sie fast 100 Euro pro 1000 Liter Gewinn. Ja, ich glaube, ich würde mich anschließen. Der Demo. Okay. Ich bin gerade ein bisschen am Organisieren, dann melde mich dann nochmal. Jo, kann mach relativ das. Schnell gehen. Ja, die Polente steht schon wieder auf meinem Hof. Ach, Hilfe. Okay. Ja, ich muss jetzt jede Stunde. Achso, nee. Was? Muss jetzt beim Wasserwerk. Naja, ich organisiere da was. Bis dann. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss. Komm mal ein bisschen Musik. Hallo? Ja, Jürgen, ich bin's nochmal. Und? Schicken einen jetzt hoch zum Wasserwerk. Okay, dann ab die Luzi. Gleich mal hochfahren. Ich sag noch den Blaubeeren Bescheid. Okay. Tschö. Tschö. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war ein bisschen zeitlich nicht ganz passend, aber jo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.